Hallo und herzlich willkommen auf Evo2kTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WW2K20, das Community Universe, das Evoverse. Ja, es ist Donnerstag, wir führen jetzt also das Evoverse weiter fort. Ich habe es im letzten Video angekündigt, einige haben es ja leider nicht geschaut, was jetzt auch der Grund ist, warum ich einfach mal 4 Leute rausgekickt habe. Normalerweise sage ich auch gar nicht, wer es war, das alles findet ihr normalerweise auf Discord. Aber ich lese einfach mal die Namen vor wegen Inaktivität. Dann war einmal den Damnesk, der war jetzt hier das letzte Mal in Folge 111 am Start. Bis dahin sind ja eigentlich einige Tage vergangen. Also letzter Kommentar vor 2 Wochen. Da kann man mir dann nicht erzählen, dass man keine Zeit hatte. Aufgrund der derzeitigen Situation sollten wir wahrscheinlich sowieso alle viel mehr Zeit haben. Ja gut, dann Fatjon ist selbst zurückgetreten auf eigenen Wunsch. Das ist dann alles cool. Killer Gamer ebenfalls inaktiv. Der letzte Kommentar vor 2 Wochen. Also ein Champion ist raus. Bei ihm muss man sowieso sagen, und ja, der hätte eigentlich schon mal rausgemusst. Ich habe es dann aber doch gelassen, weil er dann wieder kommentiert hatte. Allerdings, wenn du, und das ist auch das, was ich ja schon selber angesprochen habe öfters, wenn du sowieso nur hier alle 5-6 Tage kommentierst und die Folgen dazwischen komplett auslässt, dann muss man eigentlich meiner Meinung nach gesunder Menschenverstand sagen, okay, ich habe gar nicht die Zeit für so ein Projekt, ich lasse es dann einfach, aber sich dann in den Kommentaren immer so aufführen, als würde man hier die Mega-Energie reinstecken, finde ich persönlich dann den anderen gegenüber schon sehr, sehr schwach und ehrlich gesagt auch mir gegenüber ein bisschen respektlos, wenn man einfach mal sieht, wie viel Arbeit hier reingesteckt wird. Und ja, gut, muss jeder selbst für sich wissen. Vielleicht wird der eine oder andere ja noch aufgrund des Alters irgendwann so eine Situation hier hineinwachsen. Aber mir ist jetzt auch ehrlich gesagt egal. Ich werde jetzt alle und ich werde mich auch auf gar keine Diskussion mehr jetzt hier mehr einlassen. Da habe ich momentan genug andere Probleme, wo ich mit mir selbst zu tun habe. Wer einfach, wo ich sehe, er kommentiert nicht und lässt sich da immer so dieses Hintertürchen offen mit, ach, guck mal, hier noch 7 Tagen reicht ja ein Kommentar. Nö, raus, Ende. Da habe ich dann lieber hier nur 25 Leute, die wirklich auch Gas geben und die normalen Zuschauer, die sich das Ganze anschauen, anstatt hier so Leute, die die ganze Zeit mal am Rumpimmeln sind und sowieso nichts machen. Also, und der letzte im Bunde ist dann noch der Reaper Bryce, auch letzter Kommentar vor 2 Wochen in Folge 110. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, ja gut, es gab halt diese kurze Pause, aber trotzdem, es gab diese Pausen eigentlich, die jederzeit gehabt haben sollen, wenn wirklich das Interesse da wäre, die ganzen Videos nachzuholen, was eben offen gewesen ist. Also, wir haben jetzt Folge 115 so gesehen, die ich hochgeladen habe, das letzte Mal am 15. Seitdem ist nichts passiert und ja, so ist das dann jetzt also. Wir sind dann jetzt derzeit im Evoverse noch, wo habe ich denn meine Liste? Die habe ich jetzt wahrscheinlich zugemacht. Ich habe da auch gar kein Problem mit offenen Karten zu spielen. Wir sind jetzt also im Evoverse aktuell noch 46 Leute und ja, auch da sind einige, wo ich wirklich auch sehe, die kommentieren nur alle 5-6 Tage und auch da muss ich ehrlich gesagt sagen, wundert euch nicht, wenn ich euch dann auch bald hier rausnehme, weil das ist ein Projekt, das sollte für die Leute sein, die wirklich Bock drauf haben und wer wenig Zeit hat oder kein Interesse dran hat, der ist dann einfach hier fehl am Platz. So einfach ist das. Ja, das Wort zum Donnerstag also jetzt von mir gepredigt. Ich wünsche euch dann jetzt allen viel Spaß mit der heutigen Folge und los geht's. Wo wir heute mit Steve Raymond gegen Varen Baker starten werden. Auch da kann ich sagen, das ist ein Match, wo es quasi ein bisschen drauf ankommt. Wer denn dann morgen beim Royal Rumble ein Match hat, um den United States Championship, den derzeit noch der Gully trägt. Und ja, beide punktgleich, ich bin gespannt. 11 Siege bei Steve Raymond, 17 Niederlagen, 12 Siege bei Varen Baker, 12 Niederlagen. Bald viel Erfolg euch, viel Spaß, hoffentlich ein geiles Match, los geht's. Ja, unfassbar, mal kein Bluescreen. Da ist er, der Herr Raymond. Hallo. Oh mein Gott, der hat einen schwarzen Bart, das sehe ich ja jetzt erst. Alter. Raymond ist geheilt. Steve Raymond hat die Haare gefärbt, den Bart gefärbt. Unfassbar. Was soll es hier denn passiert? Müssen wir eigentlich den ganzen Entrance gucken. Ja, jetzt war auf jeden Fall der Varen Baker. On the way to the ring. And his opponent from Hamburg, Germany, weighing in at 266 pounds. This is it.
This is the match we've all been waiting for. Ja. Die Schlappen sind auf jeden Fall noch weiß. Der Name wird weiterhin nicht gesagt. In diesem Sinne. Geht es mal weiter. There's no other way to put it. This one-on-one match is going to be a struggle in every sense of the word. Neither man looks like they are remotely entertaining the idea of backing down. This is gonna be good. Na, Ref geht erstmal. Ah, trotzdem, Raven zieht ihm noch eine ab. Irish wird jetzt in die Ringecke von Baker. Ich hab ein gutes Gefühl, dass das ein gutes Match wird. Richtig gutes Gefühl. Wait a minute. Back Suplex vom Middle Rope und jetzt ein Pinfall. Ah, aber der Kickout. Evading possible disaster there. Jetzt ein Belly to Belly Suplex. He's absorbed some damage already. It's nothing he hasn't been through before. Ja, Spear nach draußen. I don't know what he has planned out here, but he must be mindful of the referee's count. Herr Baker, du weißt schon, dass das kein Extreme Rules Match ist. Jetzt geht der Raymond hinterher. Habe ich nicht eben gesagt, ich bin der Meinung, dass das ein gutes Match heute wird? Ich nehme alles zurück. Was war das jetzt? Jetzt hat gerade irgendwie so ein ich glaube, das lag jetzt am Monitor. Ich werde hier keinen retten heute, ne? Ich sag das jetzt mal. Leute, ihr vertut euch in der Matchart. Ja, das wird dann natürlich dem Gully gefallen. Ich meine, wenn die jetzt den Weg zurückfinden, ist ja alles cool, aber das sieht jetzt nicht so danach aus. Ich wollte nur sagen, es kam gestern ein Live-Update raus, das habe ich schon gesehen. Ja. Lass mal so stehen. Keiner verdient jetzt hier ins Match zu kommen. Oh, Baron Baker geht zurück. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Er geht zurück. Alles klar, okay, das Spiel ist gut. Jetzt rettet er ihn. Oh, du Pflaume. Jetzt geht der Kram wieder von vorne los. Oh, bitte geht zurück zum Ring, ey. Bitte geht einfach zurück zum Ring. Wie denn hier vor die zwei? Oh, sie prügeln sich zurück in den Ring, so wie es aussieht. Ja, jetzt doch noch nicht. Oh, sie gehen doch wieder hinten nach. Aber das ist auf jeden Fall... Okay, jetzt ist es vorbei. Dann würde ich sagen, okay, ich rette sie. Warte mal hier. So. Ich kümmere mich nur darum, dass der jetzt da hinten hinkommt, dass wir dann wieder das Match normal weiterführen können. Aber irgendwie fliegt er nicht rüber. Geh rüber, Raymond. Und du geh auch darüber. Vielleicht geht das ja gar nicht. So, jetzt. Los, hüpf rüber. Dankeschön. Eleven. Ich seh's schon, komm. Jetzt kommt der Double Countout. Jetzt kommt der Double Countout. Also so gesehen war es ja gar nicht schlecht, aber das ist einfach so eine Krankheit in WWE 2K20, dass eben der Gegner quasi immer den anderen vom Countout rettet. Also es macht ja eigentlich so gesehen überhaupt keinen Sinn. Ich muss mal gerade das Mikrofon, das knarrt jetzt gleich ein bisschen, ich muss das Mikrofon mal ein bisschen umdrehen. So, ich glaube jetzt gab es einen Special Move, was ich jetzt nicht gesehen habe, weil ich hier am Mikrofon rumgeschraubt habe. He might have been waiting on that.
leg lieber mal mein Handy hier zur Seite, weil das liegt jetzt genau da drunter. Nicht, dass wir jetzt so komische Geräusche gleich hier hören. So, Comeback ist auf jeden Fall gelungen. Also, was ich zumindest auf hinten bekommen habe. Oh, und das sieht nach einem Tombstone aus. Nee, so ein Pile Driver hier. Reverse Pile Driver, keine Ahnung. Aber Raymond kommt wieder raus. So, und jetzt will auch Baker sein Comeback zeigen. Also wenn diese zwei Zwockel hier zurück zum Ring gefunden hätten, wäre das ja gar nicht so schlecht gewesen. Ich dachte mir schon, die gehen jetzt wirklich da hinten hin. Also sie haben ja mindestens einmal wieder zurückgefunden. Das muss man ja schon sagen. So, war's das jetzt? Finito? Jo, Baron Baker setzt sich danach so gegen Steve Raymond durch und damit steht fest, wer morgen das Intercontinental Championship Match hat und wer dann doch in den Royal Rumble rein muss. So, dann wird der Arm gehoben. Damit wäre das auch geklärt. Dann gucken wir mal, was wir heute sonst noch so in dieser Folge, vor allem bei Raw, zu sehen bekommen. Glückwunsch an den Baron Baker. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, ich habe mich vertan. Raymond hat natürlich auch 12 Siege. Das habe ich vergessen, eben meiner Liste hier zu erneuern. Und es wäre auf 33 Punkte. Also Raymond hat definitiv 36 Punkte. Der Punktewert am Ende stimmt nämlich immer. Also braucht euch keine Gedanken machen. Also, Humberto Carrillo gegen Snowman haben wir dann noch. Da setzt sich Humberto durch, alles klar. Dann hätten wir die Viking Raiders gegen AOP. Da setzen sich AOP durch. Aleister Black gegen Florian Nightmare. Hier setzt sich Aleister Black durch. Dann haben wir Owens, Lashley und Hergico in einem Triple Threat Match. Da setzt sich Owens durch. Blake Baldwin hat es mit Andrade zu tun. Hier setzt sich Blake Baldwin durch. Ein Fatal 4-Way Match mit Rey Mysterio, Paul Jeremia, Adam Parker und Brad Cage. Da setzt sich Brad Cage durch. Dann hätten wir noch Sebastian gegen Brock Lesnar. Hier setzt sich Brock Lesnar durch. In der Main Event ist Gully gegen Death Psycho. Da setzt sich der Gully durch. Also, Warm-up gelungen hier für sein Match morgen. Jo, dann starten wir mit Arc Enemy gegen den Sinister. Da setzt sich Arc Enemy durch. Dann haben wir Van Avalanche gegen Jackson Ryker. Da setzt sich Jackson Ryker durch. Das ist auf jeden Fall erstaunlich. Und dann kommen wir zu unserem Tag Team Match. Die Broserweights gegen den Winner Circle. Die hatten jetzt lange, lange kein Match mehr gehabt. Weder simuliert noch gezeigt. Deswegen gucken wir uns das mal an. Schwung bleibt aber natürlich schnell. Das haben wir gesagt, dass das hier bei Tag Team Matches in Zukunft so sein wird, weil es sonst zu lange dauert. Also dann, ja, Winner Circle, viel Erfolg, los geht's. Unfassbar, ich dachte schon gerade, wir haben jetzt hier genauso den Bluescreen wie bei Raw, aber hier scheint es zu gehen, obwohl wir mit 4 realen Wrestlern kommen. Mit 4 erstellten Wrestlern. Mich wundert es aber irgendwie gerade, ich habe den beiden eigentlich einen anderen Einzug eingestellt. Ah, okay, der kommt nicht wegen NXT. Verstehe. Ich habe dir nämlich eigentlich den eingestellt, wo die mit diesem einen Booster kommen von 2K19 aus der Karriere. Ist die Halle wohl zu klein. Da hätte ich mir die Arbeit auch schenken können. So, Winner Circle. Auf dem Weg zum Ring. Ich muss das Logo unten ändern. Da ist das NXT-Logo nämlich nicht. And their opponents, at a combined weight of 417 pounds, the Circle! Byron, are you at all surprised by the intensity level inside the Circle? Wie gerade so Gedanken, dass sie mal Main Event Mafia hießen. Nee, Main Event Militia. Oder was doch Mafia? Vielleicht doch Main Event Maikäfer, wer weiß es schon. Wobei Maikäfer würde vom Monat zu mir passen. Na gut. Dann geht's mal los. Was macht Matt Riddle denn da? Macht der jetzt Sport nebenbei oder was? Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, welche Pläne Matt Riddle da so hat, aber wir sehen, die Tag Team Matches laufen absolut super. Da muss man nicht drüber diskutieren. Ich glaube, jetzt wissen wir eh schon, wer gewinnt.
Wobei, nee, nicht unbedingt. Vielleicht kommt ja Matt Riddle dann irgendwann zur Hilfe und dann erholt sich sein Frühsport. Oder beendet er seinen Frühsport am Seil. Ich glaube, das ist nicht gut für die Gelenke, was er da die ganze Zeit macht. Ich meine, das hat ja auch schon eine gewisse Höhe, oder? Mal locker einen Meter da. Wie beim Zirkeltraining früher in der Schule, wo keiner Bock drauf hatte. Matt Riddle hat da Spaß dran. Boah, Matt Riddle ist gerade beim Circle-Training. Lass mal nachdenken. Ja, zähl noch langsamer bis eins, Mann. Könnte schon längst vorbei sein. Das triggert mich mit Matt Riddle. Ich bin erstaunt, dass Yugi nicht hinterhergeht. Lightning fast reflexes. In the corner now. Knife edge chop echoing through the arena. Stomping down. Oh, jetzt Leg Drop. Und das könnte auf einen Wechsel hindeuten. Nee. He's feeling the effects of that last hit. Well, it's not dire consequences for him here, which is good. But just in case, he might want to think about getting his partner in there. Here's Pete Dunne into the quick cut. Das ist jetzt schon die Entscheidung. Wollen wir wetten? Getty refuses to stay down. Oh, wow. Gets him with a counter. Ja, also Leute, neues Live-Update. Stellt das Ganze hier wieder komplett auf den Kopf. Ach, das ist dieser Piledriver, den wir eben schon gesehen haben. Wissen wir jetzt auch, wo er herkommt. Oh, er macht's direkt nochmal. Also Matt Riddle tut's immer noch. Aber jetzt haben die Tag Team Matches definitiv wieder verändert, wie wir sehen. Wie oft wir Wechsel gesehen hat, nachdem das eigentlich einigermaßen gut gepatcht war. Dass es schon fast genervt hat und jetzt hast du hier sowas wieder. Oh, Wechsel tatsächlich. Mit Broko. So, aber der macht nichts. Der konzentriert sich jetzt hier auf Matt Riddle. Hey, jetzt geht er doch hier. Was ist denn da los? Jetzt hat Barrett die Nase voll. Oh, Barrett schmeißt Pete dann wieder in den Ring. Barrett räumt also auf. I think it's too close to call, but all the teams truly think and act as one unit. I agree, Michael. Teams such as the Usos, American Alpha, Anderson and Gallows. Pete Dunne hebt jetzt den Brocho wieder auf, aber der mit dem Reversal. Ja, Matt Riddle denkt wahrscheinlich auch, wenn ich nicht rein darf, dann muss ich sowas eben tun. So, jetzt geht's hier wieder in die Ringecke und jetzt vielleicht mal, nee, kein Wechsel, weil eben Matt Riddle dann auch am Rumspringen ist. Ja, Broho rollt sich raus. Matt Riddle macht weiterhin das, was er die ganze Zeit tut. Und jetzt attackiert Pete Dunne einfach mal Yugi. Komplett Eskalation hier beim Tag Team Match. Was hat der denn jetzt für Probleme? Jetzt attackiert er draußen Yugi. Pete Dunne dreht durch. Ja, das ist natürlich schön, dass der jetzt hier seine Aktion gegen Yugi zeigt, der gar nicht im Ring drin ist. Brainbuster jetzt. Gegen Pete Dunne. So, und jetzt Matt Riddle. Ja. Und er macht's wieder. Also scheinbar ist das ein Problem hier, was nicht mehr in den Griff zu bekommen ist bei Matt Riddle. Oder er hat da wirklich einfach Bock drauf. Ja, also, wie gesagt, Live-Update. Wir sehen, es ist alles prima gelaufen, was uns hier 2K wieder präsentiert hat.
He's got plenty of gas left in his tank. That's all right, Cole. Ooh, no luck against Dunn there. Too quick. What grace. Na gut, jetzt hat man DDT gegen Bruchow, der sich ja rausrollt. You know, Byron, while he said it in quite a disturbing manner, Corey might actually be onto something with his adulation of Pete. Beim Einzelmatch wäre der jetzt schon längst wieder hergegangen. Oh, Matt Riddle, er hat eine Berufung von mir, doch nicht. Ich dachte, er geht jetzt zu ihm. Und wirft ihn eventuell in den Ring. This is just going to be physical. There's no other way to describe it. Interesting. There's he's starting to struggle here. Why he's still in the match at this point is beyond me, guys. Maybe he forgot it's tag team. Ja, einmal wieder Ringecke. Kein Wechsel. Stattdessen der Tornado DDT durch die Ringseile. Und jetzt sehe ich leider die Gefahr. Wenn Juri jetzt da steht, dass wir jetzt irgendwie... Ja, okay, dann wird jetzt umgedreht. Also ein Tag Team Match, was absolut Bombe läuft. Ich glaube, jeder hat es erkannt. Ja, da war der Weg zu lang. Just go to WWE's Facebook page, YouTube channel, Twitter and more to get so, dann geht's jetzt mit dem Eichschwip ins Ringseil. Aber wieder der Reversal von Pete Dunn. He has something big planned. So, ein Roller. Das ist aber schon nah am Ropebreak, oder? So, und da rettet, glaube ich, Matt Riddle jetzt Pete Dunn. Und jetzt wird der Ringrichter noch getroffen. Armer Kerl. Also ich stehe direkt wieder auf. Swinging Neckbreaker. So, und jetzt gibt's einen Wechsel oder was? Juri darf auch nochmal. Sieht aber nicht aus, hätte er gerade Bock. Juri will nicht. Bombe, dieses Match. Danke für dieses Live-Update. Naja, vielleicht rettet er das letzte Match uns heute. Oh, Barrett ist schon wieder unterwegs da hinten. Ja, Reversal. Ich glaube jetzt, oh, jetzt greift Matt Riddle an. Naja, wir haben ja bis 20 Zeit, oder? Was denn jetzt? Barrett diskutiert da mit Pete Dunn. Sagt ihm, er soll das mal gerade lassen, weil dem Bruchow geht's nicht gut. Nochmal ein Springy Neckbreaker. Bitte geht in den Ring. Bitte beendet das hier. Matt Riddle hat wahrscheinlich, der ist der erste im Match, der sich verletzt wahrscheinlich, obwohl er keine einzige Aktion gezeigt hat. Oh, gibt's jetzt den Wechsel? Es gibt den Wechsel mit Matt Riddle. Sensationell. Ich glaube, der ist jetzt richtig gut drauf. Like
He enjoys the pain. Von was rollt er sich denn raus? Ist er jetzt doch schon so erschöpft oder was? Komplett Eskalation jetzt. Barry passt jetzt wieder auf hier. Unser Bodyguard. Auch lustig, wie lange Matt Riddle einfach K.O. ist. Wie lange ist eingesteckt? Ich glaube, der ist wirklich erschöpft. Und jetzt Brainbuster. Wird wohl kaum ausreichen. Sieht auch Pete Dunne. Das wäre es nämlich jetzt gewesen, ey, wenn das jetzt die Entscheidung geworden wäre. Jetzt DDT. Captain Fliegenpilz hat Probleme. Na komm, sag ich's. Russian Leg Sweep. So, ich dachte, jetzt kommt vielleicht der Wechsel mit Yuri. Also der Hot Tag sollte eigentlich kommen. Und GTS German Suplex. Aber Brucho kommt raus. So, und jetzt darf wieder Pete Dunne dran glauben. Barrett passt auch wieder auf. Ich würde es ja schlüssiger finden, wenn er sich um den kümmert, der im Ring ist. Immer so ein Feedback von mir jetzt. Das wäre es nämlich gewesen. Er rennt jetzt gegen Barrett und dann wäre es ein 20-Count. Oh, es wird gekontert. Verflucht. Over that belly-to-belly Suplex. Und er rollt sich raus. Halt nochmal fest, das Match läuft sogar auf schnellem Schwung. Also sollte allen wieder zu denken geben, wenn irgendjemand Interesse hat, ein Tag Team zu gründen. Sehr schön. Oh, er rollt sich wieder raus, Alter. Das Moveset ist schon cool. So abwechslungsreich. Boah. Hot Tag in die andere Ecke. Oh, wieder GTS, German Suplex Combo. Yuri! Yuri! Und wir brauchen dich. Oh ne, Brucho kommt raus. Yuri hat keine Lust, der weiß, der kommt doch so raus. Und wieder wird's gekommen, ey, das gibt's doch gar nicht. Dieser Moment, wenn einfach das Spiel gerade komplett broken ist. Ja, er rollt sich wieder raus. Oh Gott, ey.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo wir WW2K20 komplett begraben können. Noch erzähle ich. Also wenn ich gleich nichts mehr erzähle, dann habe ich wahrscheinlich die Lust verloren. Ey! Was sind das für grobe Jahre hier? Juri, Fass. Bei einer Aktion, der liegt da im Ring, als hätte er, was weiß ich, gerade einen Jackhammer gefressen oder einen F5. Jetzt gibt's aber mal hier Tzatziki mit Möhren. Oder doch nicht. Ich dachte, es gibt ein Reversal. Wie kann man sich täuschen? Also ich glaube, Juri, der würde jetzt komplett rasieren, wenn er rein dürfte. Das sieht nach Brainbuster aus. Nein, pin ihn doch! Na gut, der kommt raus. War halt der Fehler, dass er danach wieder Aktionen gezeigt hat. Alter! Matt Riddle geht schon hart auf den Sack. Was war denn das hier? Oh, das sieht nach Hottag aus, das sieht nach Hottag aus. Jetzt gibt's Ärger, Junge. Jetzt gibt's Ärger. Okay, doch nicht. Aber jetzt gibt's Ärger. Oder doch nicht. Aber jetzt gibt's Ärger. Oh nein. Jetzt gibt es Ärger. Richtig Ärger. Wir wollen über die Erde regieren. Unseren eigenen Staat kreieren. Und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht. Das wollen wir. Jesse und James. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Geht lieber auf und bekämpfe uns nicht. Was macht Brocho denn jetzt da? Hör auf! Nein! Ja komm, und bei ihm klappt das natürlich direkt. Das ist jetzt eigentlich unsere Chance, die wir nicht nutzen können. Freut euch auf morgen. Morgen kommt noch ein Tag Team Match beim Royal Rumble. Ja. Ohne Mist, ey. Was sollen die ganzen Reversal? Pinfall gegen Juri. Aber er kommt raus. Es gibt's nicht, ey. Hier wird gekontert, da meinst du, spielst selber. Vor allem, wer ist das? Das ist ein Pete Dunne. Jetzt hätte er hier 5 Konterslots. Oh, Matt Riddle geht mir gerade wieder voll auf die Nüsse. Ich glaube, das könnte eine Entscheidung sein, wenn jetzt Brocho nicht eingreift. Oh, doch nicht. Also halten wir fest, Tag Team Match ist komplett broken. Er setzt jetzt auch nicht nach wirklich. Oh doch, jetzt soll er kommen. Konter bitte, du hast noch nichts gekontert, also konter das jetzt. Er kontert nicht. Brocho! Tja,
Geiles Match, Leute. Absolut geiles Match. Hammer. Verliert der Winner's Circle gegen die Broserweights. In einem Match, was du, glaube ich, gesehen haben musst, um das zu glauben, was hier passierte. Ja, wir nehmen es sportlich. Wir haben ja trotzdem unser Championship-Match. Aber das ist ja mal eine Frechheit hier, ey. Ohne Mist, dieses Gameplay. Ja, wir gehen mal weiter, weil wir haben noch ein bisschen was vor heute. Ja, da haben wir noch Adam Jackson, Maska und Rex D. Reyes. Da setzt sich Maska durch. Dann haben wir Velveteen Dream gegen den Black Destroyer. Setzt sich Black Destroyer durch. Colonel Neil Caldwell gegen Pitbull Joe Fischer. Hier setzt sich Pitbull Joe Fischer durch. Dann haben wir noch Barrett gegen Morris McDonald. Da setzt sich Barrett durch. Goldboom gegen Finn Rathke. Da setzt sich Finn Rathke durch. Im Main Event Wesley Malcolm Briggs gegen Finn Balor. Es setzt sich Briggs durch. Ja, und nach dieser glorreichen Schlacht bei NXT geht's weiter mit Jonas gegen den Kingover. Da setzt sich Jonas durch, dann Bishop, Sheamus und El Drago in einem Match. Hier setzt sich El Drago durch. Und das Match, was wir uns heute anschauen werden, Sami Zayn gegen Derek Goldman. Jo, SmackDown Live. Und Sami Zayn, lange nicht mehr gesehen hier im Evoverse. War ja die ganze Zeit in der Manager-Rolle. Wieso hat er eigentlich keinen Hut an? Irgendwie verloren oder was? Oder auch Mütze? Fehlt ja auch. Na gut, dann würde ich ihm einfach mal sagen. Gehen weiter und warten auf den Anzug von Derek Goldman. Da ist er. Der Cut war natürlich doof, weil man jetzt das Feuerwerk nicht sieht. The atmosphere inside this arena for this one is absolutely insane, guys. Ja, wie sagen, das überspringen wir dann auch mal. Denn den haben wir definitiv schon mal im Einzelmatch gesehen. Der hat das Match gegen Walter gehabt, oder? Lang ist es her, ja. Zwei Einzelmatches haben wir von ihm schon gesehen. Statistik, ja, ganz klar, Sami Zayn. 0 Punkte bei 2 Niederlagen und Derek Goldman. 5 Siege, 10 Niederlagen, 15 Punkte. Also da läuft es auch nicht so knorke. Ja, wir dürfen ja mal gespannt sein, denn dann hier der dritte Staffel Showcase, genau, Shake-Up kommt, dann wird ja eh alles immer durcheinander gewürfelt. Aber keine Ahnung, mir geht gerade echt so durch den Kopf, wenn du so Matches hast, diese ganze Tag Team Division einfach komplett einzustampfen. Weil das macht doch gar keinen Sinn so. Wir haben hier Matches, wo wir eigentlich alle gelangweilt hocken und jeder eigentlich nur froh ist, wenn das rum ist und wahrscheinlich hier drei Viertel sowieso das Ganze skippen. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr großartig Tag Team Matches hier nur anzugucken, weil es einfach immer schlimmer wird. Können wir vielleicht über 2 gegen 2 Tornado Tag nachdenken, aber keine Ahnung, das ist ja nicht dasselbe. Was macht Sami Zayn gerade gut? Vielleicht gibt es ja den ersten Sieg von ihm. Sami Zayn hier im Universe. Irgendwie, der wurde, glaube ich, unterschätzt hier. Nice.
STO. Aber Sami Zayn schon wieder am Drücker. Blue Thunderbomb. Sehr, sehr früh. Aber da kommt dann mal raus, der Derek. Oh, Flatliner. Bringt die letzte Aufgabe. Nee. Und Clothesline, und da fliegt er einmal komplett durch die Luft. Ja, Kickout aber bei 1. Ja, jetzt scheint Derek, na, ich wollte sagen, jetzt scheint er ins Match reinzukommen. Jetzt gibt es den Crippler's Crossface. Naja, wenigstens das Match rettet so ein bisschen die heutige Folge. Danke Derek Goldman, danke Sami Zayn. Ich werde ihm noch extra auf Twitter schreiben. Ja, Possum. Jetzt geht Sami Zayn los. Und jetzt geht doch der Bullshit los, oder was? Er zweifelt an sich. Warum auch immer. Passt Derek Goldman gar nicht. Oh, alte We the People-Zeiten hier. Ja, da geht's wie immer nach draußen. Oha! Oh mein Gott, Derek Goldman gewinnt, weil Nakamura eingreift. Tja. Muss man leider sagen, bis dahin war es eigentlich ein gutes Match. Und dann wird's so beendet. Ja, Glückwunsch an Derek Goldman. Ich hätte es gern mit einem regulären Sieger gesehen. Ja, dann haben wir noch die Usos gegen John Morrison und The Miz. Da setzen sich Morrison und The Miz durch. Dann war Cesaro gegen Michael Adams. Da setzt sich Michael Adams durch. Braun Strowman gegen AJ Lolo. Hier setzt sich Lolo durch. Dann Balesca gegen Goldberg. Hier setzt sich Goldberg durch. Baron Corbin gegen den Headhunter. Hier setzt sich der Herr Corbin durch. Und ein Fatal 4-Way Match im Main Event mit Reigns, Bryan, Dragon und Walter. Da setzt sich Walter durch. Jo, dann kommen wir zu unserem 24-7-Match heute mit Gran Metalik, Mike Leroy, Chris Hergico, Steven A. Bishop, Tony Nese und R-Truth. Also was sie auf jeden Fall erstellte Wrestler betrifft, haben wir heute richtig Prominenz dabei. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. So, schauen wir mal. Also Leroy schnappt sich Gran Metalik. Und R-Truth ist aktuell Champion. Aber ich glaube, Steven Bishop wird sich jetzt den Titel holen. Nee, R-Truth verteidigt. Oder reversed er. Und da ist noch jemand draußen, oder? Hergico ist raus. Habe ich noch nicht mitbekommen, warum er jetzt raus war. Aber auf jeden Fall R-Truth amtierender 24-7 Champion. Gonna be pretty. Suplex. Backbreaker.
Und schon wieder ein Reversal. Ja, und da ist Bishop raus. Und auch Mike Leroy ist raus. Oder? Ne, der liegt nur da. Ja, und jetzt ist Gran Metalik 24-7 Champion. Jetzt Mike Leroy gegen Gran Metalik. Wer nimmt das Ding mit nach Hause? These superstars look determined to destroy each other. Oh, Spanish Fly geht schief. Ja, Metalik weicht aus. Aber auch da jetzt Leroy mit dem Reversal. Ist das nicht sein Finisher? Dann halt nicht. Hätte ja sein können. Oh, jetzt soll er kommen. Jetzt wird Mike Leroy 24-7 Champion. Jo. Glückwunsch an den Michi. Neuer 24-7 Champion im Evoverse. Kann man gucken, ob er schon den Titel hatte. Ich weiß es nämlich nicht. Nee. Doch. Stimmt. Der war schon mal 24-7 Champion. Den Titel hat er gewonnen am 16.12. Alles klar. Alles klar. Ja, dann endet diese Folge auch hier mit diesem feiernden Mike Leroy. Und ich kann einfach nur wieder sagen, wenn es euch gefallen hat, trotz dieser komischen Matches, die wir heute gesehen haben, dann lasst dem Video doch mal wieder einen Daumen nach oben da, schreibt euer Feedback wieder in die Kommentare, was ihr gut fand, was ihr schlecht fandet. Die Links zu meinen Social Media Accounts in der Videobeschreibung, Facebook, Twitter, Instagram. Link zu meinem Twitch-Kanal, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal ein Follow hinterlassen würdet. Ansonsten alle weiteren Informationen zum Evoverse, zu meinem Discord-Server ebenfalls in der Videobeschreibung zu finden. Ich bin dann jetzt raus, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao!